Wenn doch nur die Luft besser wäre in London. Dann würde ihr Kind vielleicht noch leben. Rosamund Kissy-Debras Tochter erkrankte ganz plötzlich schwer an Asthma. Meine Tochter Ella Roberta hatte eine der schlimmsten Formen von Asthma, die es je in diesem Lande gab. Im Oktober hatte sie eine Erkältung mit Husten. Und im Dezember musste sie bereits ins Krankenhaus und lag im Koma. Die Ursache war Luftverschmutzung. Und dann habe ich herausgefunden, dass Luftverschmutzung nicht nur meine Tochter, sondern Millionen Menschen auf der ganzen Welt in Gefahr bringt. Bis zu ihrem 7. Lebensjahr war Ella völlig gesund, sehr sportlich, liebte Schwimmen und Fußball, spielte mehrere Instrumente. Das Asthma veränderte alles. Mein Leben wurde völlig hektisch. Zur Arbeit rasen, immer das Telefon neben mir, falls die Schule anruft, weil ihre Lunge kollabiert ist. Ella litt 2 Jahre. Dann starb sie an einem Asthmaanfall. Ihr Tod machte die Mutter zur Aktivistin. Mit der Hilfe von Ärzten und Anwälten konnte sie vor Gericht nachweisen, an Tagen, an denen Ellas Asthma besonders schlimm war, war auch die Luftverschmutzung in ihrer Nachbarschaft extrem hoch. Ich wollte, dass offiziell anerkannt wird, dass die Luftverschmutzung ihre Todesursache war. Für all das, was sie durchgemacht hat. 28 Monate lang ist meine Tochter an ihrem Schleim erstickt. Ich habe es für sie getan. Ich will nicht, dass andere Kinder so etwas durchmachen müssen. London hat ein Problem. Die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation werden fast in der ganzen Stadt überschritten. Die berühmten Londoner Taxis fahren zum großen Teil noch mit Diesel. Sie sind besonders luftverschmutzend. Hunderte Londoner müssen jedes Jahr wegen der toxischen Luft in die Notaufnahme. Der Bürgermeister hat nun Gebühren festgelegt. Je älter und umweltschädlicher die Fahrzeuge, desto teurer für die Fahrer. Doch noch ist der Effekt gering. Wir hoffen, dass wir nach Covid-19 auf eine grüne Art und Weise aus der Pandemie kommen. Wir sind weltweit führend, haben besonders viele Elektrobusse. Überall gibt es Ladestationen für Elektroautos. London braucht dringend saubere Luft, besonders für Kinder. Die St. Mary's Schule liegt an einer der schmutzigsten Straßen im Süden Londons. Dort sind die Eltern selbst aktiv geworden. Auch, weil sie von Ellas Schicksal gehört haben. Es hat unsere Befürchtungen bestätigt. Alle wissen, wie schädlich es für Kinder ist. Ihre Lungen müssen sich ja noch entwickeln. Als ich meinen Sohn zur Schule brachte und wir auf den Schulhof kamen, war es unglaublich laut. 100.000 Autos, die brausen dort jeden Tag vorbei. Luftreiniger in den Klassenzimmern. Dafür haben die Eltern fast 100.000 Pfund gesammelt. Und für 12.000 Pflanzen ein natürlicher Luftfilter für den Pausenhof. So können ihre Kinder jetzt länger draußen spielen. Vorher waren es maximal 15 Minuten wegen der schlechten Luft. Ich finde das gut, weil die Luftverschmutzung jetzt nicht mehr reinkommt in unsere Schule. Sie riechen gut und machen frische Luft. Die Straße neben unserer Schule ist sehr groß. Es hilft uns sehr. Aber Rosamund Kissy-Debra meint, es muss sich grundsätzlich etwas ändern. Es sind die Gesetze, auf die es ankommt. Und die Rechte der Kinder. Sie haben ein Recht darauf, gesunde Luft einzuatmen. Das sollen alle Regierungen respektieren. Es ist mir egal, wie schwierig das ist. Es muss möglich sein. Luftverschmutzung kann tödlich sein. Das hat Rosamund Kissy-Debra erlebt. Und solange es noch Kinder gibt, die durch schlechte Luft in Gefahr sind, solange wird sie weiterkämpfen. Im Namen ihrer Tochter.